Herzlich willkommen zu einem nächsten Videospielanz-Video und wieder sehr lange gewünscht, heute wieder ein Dorfbesuche-Video. Ich würde sagen, nicht lange schnacken, sondern fangen wir gleich an. Als erstes besuchen wir, wie versprochen, mal den Most Killer. Er hat hier einen Rat des neuen Base, der eigentlich schon fast ausgemaxt. Seine Helden hatte schon auf 20 und ich werde diese Bases immer von 0 bis 10. 1 bis 10 Sterne bewerten. Schauen wir uns dann hier in das Profil hinein. Er hat schon viel Gold gestohlen. Also eigentlich im Großen und Ganzen ein sehr gutes Dorf. Das Layout, denke ich mal, kann man auch noch umstellen. Vielleicht findet ihr Internet ein besseres Layout, das besser zu deiner Base passen würde. Und ich sehe, hier bist du eigentlich hier am Farmen. Ich würde sagen, du hast hier 7 von 10 Sternen erreicht. Sagen wir gehen gleich zum nächsten, noch besucht werden wollte. THC Clash wollte eben besucht werden. Die Base ist so eine typische Rathaus 9 Base, die früher mal sehr in war. Ich sehe, machst du gerade upgradest du gerade auf den Poison Spell. Finde ich sehr nice, den habe ich auch gerade im Bauen. Sonst hast du, glaube ich, eigentlich eh viele Truppen hoch und du warst doch schon auf Champ. Das kannst du gerne nochmal versuchen zu pushen. Weil im Clan ist eigentlich auch bald die Pushzeit wieder beginnt. Und bei der Mauer bist du auch schöner machen. Aber du hast schon ein paar Gebäude, die du eigentlich noch hochziehen kannst. Ein paar Gebäude, die ich noch von Rathaus 18, zum Beispiel der Tesla, Bogenschützenturm, Magerturm und so. Also würde sie mal alles rauf und die Mauern sind auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde erst auf Rathaus 10 gehen, wenn eben die Helden mindestens 20 hoch sind und die Mauern 9, wenn nicht schon 10, die Hälfte oder so. Also jetzt sagen wir 6 von 10 Sternen. Jetzt kommen wir zum nächsten. Ne? Der 1035. Der nächste. Das ist jetzt LF und nachher kommt LM10. Der hat ein sehr gutes Spendenverhältnis, wie ihr seht, der beide sehr gutes Spendenverhältnis. Ist noch beide älteste geworden. Rathaus 6 Max hat da schon 14 Millionen Gold eben gestohlen und greift eben mit riesen Baubrecher, Magier und einen Bogenschützen an. Und er macht auch im Clan war immer sehr gute Ziele und er macht auch schon den Lufttag auf Level 2. Das heißt, seine Base ist eigentlich relativ gut ausgemaxt und eigentlich die Base ist auch ein schönes Layout. Nur wie ich gehört habe von dir, gehst du auch bald auf Rathaus 7 und ich würde sagen, das sind 9 von 10 Sternen für dieses Rathaus. Jetzt schauen wir mal zu seinem Kumpel, wie der benotet wird. LMT hat ein noch besseres Spendenverhältnis. Und wir springen mal rein und schauen. Der ist schon Rathaus 7 und eigentlich auch schon viele Truppen aus 7. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass du erstens, nur Burgs in der Clan, Burgs sind auch sehr bescheiden. Das ist sehr gut und Spenden ist auch sehr viel, wie man hier im Spendenverhältnis sieht. Übrigens, wir machen einen Spendenpush, kommt gerne rein. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass er eben die Bauhütten und das Labor eben draußen hat. Dass dann, wenn alle Leute die Truppen mitten in der Mitte setzen, dass zum Beispiel jetzt noch eine halbe Minute Zeit sind und keine Truppen mehr hinkommen, dass er nicht dann immer 3 Sterne kassiert. Mag ich sehr an dir. Wäre es eigentlich auch relativ gut. Da bist du auch wahrscheinlich. Warst erst Rathaus 6 und dann bist du Rathaus 7 abgegradet. Aber die Mauern hast du schon sehr brav hochgemacht. Und wenn wir jetzt ins Profil reinschauen, hast du auch schon 61 Millionen Gold gestohlen. Du bist sehr aktiv und es ist ein sehr schönes Dorf, wie ich finde. Und du hast 10 von 10 Sternen. Also feier dich hart. Wir bauen das doch schon alle gesehen auf 9, wie so hoch es geht. Du hast ein sehr gutes Dorf. Greifst doch gut im Clan war an. So. Was ist das?
So, und jetzt schauen wir mal noch zu der nächsten Person, wie das Dorf ist. Und ich würde sagen, hiermit beende ich das Video, sehen Sie uns im nächsten Video. Ciao.